Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Alltag in Garry's Mod Video. Heute befinden wir uns nämlich in, ihr seht es schon, L.A., Digga. Hier haben wir den Walk of Fame mit 1000 Gs, Alter. Ja, ich würde allerdings sagen, wir gehen erstmal in eine richtig schöne Firma rein. Und ja, gucken uns mal an, wie das da so abläuft. Digga. Gehen die Tür noch zu? Gut. Ja, wir sollen nämlich zu unserem Chef und deswegen kommt mal mit, Leute, Digga. Okay, Leute, wir haben jetzt folgendes Problem und zwar unser Chef ist nicht in seinem Büro anzutreffen gewesen, deswegen fragen wir hier mal nach. Haben Sie meinen Chef gesehen? Nein, aber guck mal in der Gasse neben der Firma. Okay, dann gucke ich mal draußen nach, ne? Auf Wiedersehen. So. Eigentlich müsste er. Chef, sind Sie irgendwo? Ach, da sind Sie. Haben Sie irgendeinen Auftrag für mich? Ja, geh mal in so ein altes Museum. Da läuft ganz krasser Shit ab. Okay, mache ich. Also, wir haben jetzt den Auftrag bekommen von unserem Boss, dass wir jetzt in ein altes Haus oder zu einem alten Haus fahren, Leute. Und das werden wir auch machen, Leute. Deswegen schaffen wir uns jetzt ein kleines Auto und dann fahren wir dahin, meine Freunde. Okay, Leute, wir sind jetzt vor Ort, vor dem Haus. Und hier hat unser Chef gesagt, soll es drin spuken. Deswegen, ja, rüsten wir uns erstmal aus und gehen dann mal nachsehen, Leute. Also wir suchen erstmal alle Stockwerke ab, bevor wir uns dann weiter in dieser Stadt umsehen. Denn irgendwie hat unser Chef hier Misstrauen gehegt, dass da irgendwas nicht ganz läuft. Und ja, wir sind ja von einer Geisterjägerfirma hierher gerufen worden, weil die selbst auch schon nicht weiter gewusst haben. Huch, das sind übrigens wir, Alter. Warte mal, was steht denn hier? Born, Alter. Okay. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier ist keiner. Aber Moment mal. Moment mal, Leute. Auch keiner, Gott sei Dank. Dann können wir das erstmal abhaken. Und gehen jetzt hoch, meine Freunde. Okay, Leute. Wir sind jetzt in dem Komplex drin, in der obersten Etage. Ich höre was aus dem Zimmer. Hat Angst. Gott, was ist das? Bäh. Scheiße. Stirb! Stirb! Wie bist du rausgekommen? War das denn? Scheiße, der ist hier rausgekommen. Ich muss unbedingt mit meinem Chef über neue Arbeitsbedingungen sprechen, Alter. Ich kann ja nicht die ganze Zeit Zombies abknallen. Ich werde hier verfrachtet in einen Ort, in dem es von Zombies wimmelt, Alter. Und mein Chef juckt's eigentlich herzlich wenig. Vielleicht meine Munition nicht so verschwenden. Weil ich nicht weiß, ob hier noch irgendwer ist. Oder ob da nichts mehr ist. Ich kann mir aber auch Hilfe anfordern, indem ich jetzt einfach. Mein Boss hat mir so eine Mod aufs Handy oder aus den da drauf geladen, dass ich mir zum Beispiel so Armeeleute spawnen kann.
die mir dann helfen. So. Kommt mal bitte alle mit. Gibt nämlich viel zu tun. Wir haben hier ein riesengroßes Problem. Denn hier spawnen immer wieder irgendwelche Zombies, Alter. Hier spawnen wieder irgendwelche Zombies und ich... Oh Gott. Mach sie alle. Ja, perfekt. Die spawnen hier überall. Ich weiß nicht, was das ist, Alter. Alter, da sind ganz viele. Warte, ich helfe mit, Jungs. Fuck, fuck, fuck. Gott, Alter, warum muss mir das ausgerechnet passieren, dass ich hier die Zombies abkrieg? Was stehst du eigentlich da? Digga, das ist ja nicht anstrengend. Mal hilft, Alter. Scheiße. Okay, das war der letzte, Jungs. Das war der letzte. Obwohl ich höre noch von irgendwo so. Ich höre noch von irgendwo solche Töne. Sollten wir mal hoch aufs Dach gehen, Digga. Gucken, ob von unten nicht irgendwie. Kommt hoch. Was ist, Jungs? Kommt doch jetzt hoch. Vertraut euch nicht. Sieht alles ganz normal aus. Abgesehen davon, dass auf dem Gang jetzt einfach komplett alles voller Zombies ist, ey. Halt auch nicht mehr normal. Wieder einer gespawnt. Jungs, wir haben. Wir haben Probleme, Alter. Wir müssen wirklich ganz schnell weg hier. Ich weiß sogar, wie wir am besten rauskommen. Gehen wir zurück. Also, wir haben einen Kameraden verloren. Ich hab ihn erschossen. Gut. War das auch geklärt. Komm jetzt bitte mit. Also,
Ja, Leute, ich wollte eigentlich nicht, dass es so ausartet jetzt, aber das war halt, wie gesagt, die Roblox, nee, Roblox, ja, lol. Die Garry's Mod, kleine Garry's Mod, Folge für heute. Ich weiß nicht, warum die ganzen Zombies so ausgeartet sind, wie sie ausgeartet sind, aber ich verstand es mir jetzt mit meinem Kollegen Olaf hier mal im Treppenhaus. Und ja, an der Stelle würde ich sagen, wünsche ich euch noch. Nee, hier, Gustav hat die letzten Worte an euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert Eisron. Gut, bis dahin, Leute. Ciao, ciao. Haut rein. Check the mic and make sure it sound right, boys.